Sylter Dressing gehört zu den absoluten Klassikern in der deutschen Küche und wird besonders gerne im Norden Deutschlands serviert. Man kann das auch ganz einfach selber machen. Wir brauchen reichlich Joghurt, Sauerrahmen und Essig, ein paar weitere Zutaten außerdem noch. Die findest du auf heißehimbeeren.com. Außerdem gesellt sich eine Knoblauchzehe mit ins Dressing und eine sehr, sehr fein gehackte Zwiebel. Du siehst schon, es wird eine ordentliche Menge Dressing. Das reicht bei uns ohne weiteres eine Woche. Und das ist auch gar nicht weiter schlimm, denn das Dressing hält sich im Kühlschrank super. Ich fülle das dann immer in so ein Schnappglas um und gebe dann mittags einfach die benötigte Menge über unseren Salat. Das schmeckt wirklich zu jedem Salat super lecker und du kannst es auch mit den Kräutern variieren.